Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Jörg Mekir. Es kam zu einem erneuten Angriff gegen die ungarische Regierung und Viktor Orbán in den westlichen Medien, nachdem Matteo Salvini, der italienische Innenminister, und Vizekanzler Heinz-Christian Strache einen Besuch in Budapest abgestattet hatten. Sie beide sind die wichtigsten Repräsentanten der Antimigrationskräfte in Regierungsposition. Die Medien berichten über eine rechtsradikale populistische Gruppierung und spekulieren darüber, wie groß die Macht von Viktor Orbán und seiner Verbündeten im neuen Europäischen Parlament wohl sein werde. Letzten Donnerstag traf sich Viktor Orbán mit dem italienischen Innenminister und vier Tage später mit dem österreichischen Vizekanzler in Budapest. Matteo Salvini und Heinz-Christian Strache sprachen anerkennend über die ungarischen Grenzschutzmaßnahmen. Die ungarische Regierung blieb aber von Manfred Webers Kritik nicht verschont. Er sagte der französischen Nachrichtenagentur AFP gegenüber, Ungarn gehe mit Viktor Orbán den falschen Weg. Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei reagierte damit auf die Erkenntnis, dass der ungarische Ministerpräsident seine Kandidatur nicht mehr unterstütze. Viktor Orbán erklärte seine Reaktion damit, dass Manfred Weber die ungarischen Wahlbürger beleidigt habe. Wir hätten auch Herrn Fraktionschef Weber gerne als Kommissionspräsidenten gesehen. Er kündigte jedoch an, er benötige die Stimmen der Ungarn nicht. Er wolle mit den Stimmen der Ungarn erst gar nicht zum Kommissionspräsidenten werden. Wenn jemand ein Land so beleidigt, dann kann der Ministerpräsident dieses Landes seine Kandidatur nicht unterstützen, sagte der Premier. Regierungssprecher István Hollig sagte ihm im Eins, die ungarische Regierung solle mit solchen Parteien zusammenarbeiten, welche die Einwanderung nicht aufzwingen und die Interessen der Bürger vertreten würden. Der Analystin des Zentrums für Grundrechte zufolge suche Viktor Orbán nun rechtskonservative Verbündete, mit denen er in bestimmten Angelegenheiten zusammenarbeiten könne. Esther Parkani betonte, es spreche für den Regierungschef, dass er seit 2015 eine klare und konsequente Migrationspolitik vertrete. Die Analystin fügte hinzu, die rechtskonservativen Antimigrationsparteien hätten sich in den vergangenen Jahren verstärkt. Die Europäische Kommission verbessert ihre Prognose über das BIP-Wachstum der ungarischen Wirtschaft. Der voraussichtliche Wert für dieses Jahr wurde von 3,4 auf 3,7% erhöht. Die Experten in Brüssel unterschätzen die Wachstumsrate Ungarns seit Jahren und die Zahlen werden immer im Laufe des Jahres nach oben korrigiert. Die EU-Kommission meint, dass der Bevölkerungskonsum in den nächsten 2 Jahren zunehmen werde. Das heißt, die Menschen könnten mehr Geld ausgeben und sowohl die staatlichen Investitionen als auch die der Unternehmen würde fortgesetzt. Eine symbolische Grundsteinlegung, ein Dachziegel wird unter die anderen gelegt. Damit begann die neueste Investition des Großbauunternehmens Terran in Gunzentmiklós auch offiziell. Das Unternehmen in ungarischem Besitz baute eine neue Dachziegelfabrik neben der alten. Finanzminister Mihály Varga sprach darüber, dass die Regierung Wirtschaftspartner habe, die daran interessiert seien, dass sich die Leistung der ungarischen Wirtschaft auch in den nächsten Jahren nicht reduziere. Solche Investitionen wie diese hier heute stellen einen Schutz gegen die Dekonjunktur dar, sagte der Minister. Ungarn ist ein besonders attraktives Land für die Investoren, vor allem für ausländische Großunternehmen. Dies bestätigt auch die jüngste Analyse der OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Demnach gab es voriges Jahr in der Welt um 27%, in der Europäischen Union um 20% weniger ausländische Direktinvestitionen, aber in Ungarn nahmen diese ganz im Gegenteil zu. Im Vergleich zu 2017 verdoppelten sie sich. Nach Angaben der OECD kamen im vorigen Jahr Investitionen im Wert von etwa 6 Milliarden Euro nach Ungarn, während dieser Wert ein Jahr zuvor etwa 3 Milliarden Euro betrug. Diese Zunahme ist in der Europäischen Union beispielhaft. Die Entscheidungen der Investoren bezeigen, dass die Bedingungen gegenwärtig vielleicht bei uns am günstigsten sind. Es ist unter anderem auch den Investitionen zu verdanken, dass das Wirtschaftswachstum in Ungarn den EU-Durchschnitt voraussichtlich auch nächstes Jahr beachtlich übertreffen wird. Die Europäische Kommission sieht das auch so. In seiner jüngsten Analyse wurde die Prognose über das BIP-Wachstum der ungarischen Wirtschaft um 0,3 Prozentpunkte auf 3,7% erhöht. Das Brüsseler Gremium korrigierte seine Prognose auch für das Jahr 2020 nach oben auf 2,8%. In den vergangenen Jahren übertraf die ungarische Wirtschaft konsequent diese Prognosen. Musik.
Die Statue des Malers János Lukács Kraka wurde in Egger eingeweiht. Der im 18. Jahrhundert tätige Künstler hielt die österreichische Barockmalerei in seinen Werken fest. Er spielte aber auch in der Veränderung der einheimischen Barockmalerei eine bedeutende Rolle. Im erzbischöflichen Palais wurde eine Ausstellung aus den Altargemälden und aus weiteren Werken von Kraka eröffnet. Dieses Jahr wird die Stadt Debrecen beim Festival namens Oper der Natur in dieser Föderal als Ehrengast empfangen. Insgesamt 260 Teilnehmer präsentieren sich am Ufer des Teichsees, unter anderem die Kodai-Philharmoniker und das Marionettentheater Wojtyna. Vom 26. bis zum 28. Juli erwartet das Festival diejenigen, die aktive Entspannung mit qualitativ hochwertiger Kultur verbinden möchten. Sie sahen die deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Schauen Sie uns morgen wieder zur gleichen Zeit zu. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.